Es geht hier weiter nach Norden. Aber das ist dann auch Foggy Bank. Hm. Ja, und Foggy Bank wollen wir gar nicht. Oh, Steinleiter. Alles gut. Ja, genau, hier. Jetzt sind wir wieder in Whitemire. Oh, da ist aber einiges gefallen. I can't carry anymore. Du weißt, was ich jetzt sagen werde. Der Inventar ist voll. Ja. Ja, ich gehe aber auch sonst eben wieder in die Stadt, weil, wie gesagt, ich kriege momentan mit dem Inventar. Ich habe auch so jetzt auch gerade aktuell. Aber der sortiert das Inventar immer so. Diese automatische Sortierung ist nicht sinnvoll. Da musst du sie ja nicht benutzen. Zumindest hilft sie einem nicht so, als dass man dadurch dann mehr reinkriegen würde. In die Bank, in die Tasche. Oh, so viele Sachen, die ich hier habe, die ich immer noch nicht anziehen kann, zum großen Teil. Das nicht, das nicht. Das hier kann ich jetzt wieder machen. Das ist eine kleine Verbesserung auf jeden Fall. Das sehe ich an und das hier auch. Machen wir das hier eine gelbe? Brauche ich die? Den Schaden vergleichen. Ja, machen wir es mal so. Come see what's left of my wares. Ich legte gerade mal wieder ein Schwert auf den Boden. Du mal reinschauen kannst. Oh, ja. Jetzt behalte ich noch das hier dann weg. Oh, das weg. Das kann ich noch nicht anziehen. Hier mit, das kann auch weg. See you around. Jetzt mal wieder so ein paar von den Seiten lesen, teilweise zumindest. So, im Portal. Also so ganz verstehe ich auch gerade nicht die Quest. Ja, das ist noch der dritte Typ und der muss irgendwo in Whitemire rumlaufen. Das Problem ist halt wirklich, auf der Karte ist es sehr schwer abzuschätzen, was gehört zu Whitemire. Ja, weil wir sind hier ja auch gerade in Whitemire. Und so ein bisschen Questhilfe zumindest wäre nicht schlecht. Eigentlich haben wir Whitemire fertig uns angeschaut. Wir können natürlich es jetzt auch erstmal hoffen, dass das später kommt. Falsch ist und dass man sozusagen gleich noch an dem, wenn man in Foggy Bank ist, meinst du, noch vorbeikommt. Entweder das oder halt zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Quest schaue, der Lehrling des Erfinders.
Dafür müssen wir Kasparows Lehrling in den Kellern unter Bowich Estates und das wäre dann nochmal weiter Ja. im Norden. Das heißt, ich würde dann einfach mal versuchen, jetzt nach Norden Richtung, dass wir zumindest das Portal in Foggy Bank schon mal haben. Und dann können wir vielleicht dann auch weiter nach Ja. oben. Waren wir in der Höhle schon? Ich glaube schon. Weil hier drüben liegt schon Beute, also Ja. hier waren wir schon mal. Genau, hier vorne rechts wird es sonst. Ich meine, was man natürlich auch sonst eben gucken könnte. Hier vorne kann man auch nochmal wieder ein Stück nach hier vorne laufen. Das ist Sudden. Hier ist ein Stern in Sudden Hollow. Erstmal hier das Portal wieder kaputt machen. Ja, das ist er. Hab ihn. Oh, der läuft aber gerne mal schnell. Hey. Ein Heldenmonster getötet. Wurde das bisher auch eingeblendet? Ich glaube, ja, ich glaube, sowas hat man schon mal. Okay. Wenn ich richtig sehe, ist ja keine weitere Kiste. Das heißt, wir haben den aber schon mal fertig. Das Das heißt, heißt, der. wir geben sie aber nicht direkt ab, sondern ich schaue mal in den Kodex. Oh, hier bin ich noch angegriffen gerade. Ey, ja, da oben kommen nochmal irgendwie wieder Gegner. Also etwas umsonst haben wir. Slit-Amulette finden wir wahrscheinlich automatisch. Dann könnten wir jetzt in die Burwich Estate. Ja. Oder ich schaue gerade, was. Wir müssen immer noch bei der Fraktion der Widerstand haben wir aber noch Quests. Und Barnabas, wir müssen In helfen. der Stadt gab es Da auch irgendein Portal, hatte ich nämlich gesehen. Barnabas befindet sich südlich des Gefängnisses an der Windmühle. Was? In welchem Gebiet an der Windmühle? Gefängnis? Welche Stadt? Was? Barnabas glaubt, dass die Slit die Höhle bewohnen, aus der Devil's Crossing Wasser pumpt. Oh, lass mal eben kurz nach Devil's Crossing zurückgehen. Weil hier sind wir eh gerade in der Nähe des Punktes. Das heißt, da. Echt? Bis nach Devil's Crossing wieder? Ja. Weil, wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es hier nämlich gleich eine Höhle. Oh, erstmal haben wir ihn. Ich habe mich. Gab's eine neue Quest? Ja. Ja. Und zwar hier vorne kannst du nämlich durch eine Falltür gehen. Die war vorhin noch nicht da. Ganz zu Beginn. Und dann sind wir jetzt in einem Sträflingstunnel. Oh, war da. Oh, Sträflingstunnel. Gibt's hier irgendwo auch ein Gefängnis? Dann müssten wir gleich nochmal an der Windmühle. Wenn das ein Gefängnis ist. Da wäre nämlich dann die Quest, von der ich gerade geredet habe. Aber hier ist, weil das hier dürfte nämlich jetzt die Quest sein, wo wir keinen Tropfen zu trinken. Warum töten wir diese Leute? Weil sie EP bringen. Aber die haben uns doch nichts getan. Kisten. So wie es aussieht, müssen wir nach da oben und keinen Tropfen zu trinken. Treppe nach unten. Müssen wir irgendwie gucken, wie man da hinkommt. Ah, ich sehe da schon wieder kommen, dass gleich meine Metapher ist. Ja, ich warte eigentlich jede Sekunde drauf, dass du es sagst. Aber ich nehme halt auch echt immer alles mit, ne?
Ne, das graue Zeug nehme ich nicht mit. Ich schon, voll. Du hast den Spielfluss. Achso, habe ich gerade zwischendurch auch mal wieder kurzzeitig eine graue Waffe gefahren. That skill's not ready. That skill's not ready. Verstehe ich nicht. Oh, die haben da oben Gegner zurück. Ich laufe mal eben zurück, weil er schießt uns sonst die ganze Zeit. Ja, sehe ich gerade auch. Wieso standen denn noch? Das weiß ich nicht. Dachte du tötest den. Du warst doch gerade der hier. Müssen wir alle töten? Ich bin nur zur Dekoration da. Und dann dachte ich mir, dann lassen wir den einfach mal nehmen. Und da stört sich dann auch schon wieder. Oh, da kommt eine dicke Spinne. Ach, passt. Siehste. So, ich sehe da das Quest-Sternchen. Ja, müssen wir nach unten, ne? Ja. Habe ich mal gesagt, dass ich Spinnen nicht mag? Das ist ja eigentlich fast im Rollenspiel richtig gut aufgehoben. Es gibt auch Rollenspiele ohne Spinnen. Ja. Es gibt so viele Sachen in diesem Spiel, die ich noch nicht mal ansatzweise, glaube ich, verstehe. Letztendlich, aber ich habe verstanden, wie ich Leute töte. Ja. Und ich weiß auch, wie ich Leute stunne. Das sind, glaube ich, aktuell die essentiellen Sachen. Gut, Level Up. Packe ich das in das hier rein oder ins andere? Ich könnte jetzt auch mal mit Okkultismus anfangen. Mhm. Schaue ich auch mal. Habe ich hier irgendwas dadurch bekommen? Nee. Aber ist okay, ich habe 3 Fähigkeiten. 4 insgesamt. Wenn ich meinen Standardangriff dazu zähle. Ja, ich habe jetzt auch eine neue aktive Fertigkeit bekommen. Und zwar den verschlingenden Schwarm. Das klingt sehr. Diese Schamanen können sonst auch mal diese komischen Halsketten-Dinger fallen lassen. Hätte ich nichts gegen, aber die kann man nie anklicken. Da oben liegt erst nach rechts oder nach links. Und hier scheint dann auch gleich Ende zu sein. Ah, das Gold habe ich zumindest mitgenommen. Oh, eine Halskette. Für mich zumindest. Ja. 2 von 3. Eine Vorhaut ist aus. Morgige Vorhäute. Hier sind noch Küsten zum kaputt machen. Kommt da sicherlich gleich noch so ein richtig fetter Zwischenboss. Ja, am Ende. Geil, die geht natürlich zu viel. Bei mir bist du gerade auf der Stelle gerannt. Aber ich muss sagen, sonst irgendwie so großartig Lex oder sowas habe ich jetzt hier im Multiplayer. Und wir konnten uns, das muss man zusagen, direkt beim ersten Mal hat die Verbindung. Wir sind ja durch, ne? Helsing dritte Halskette. Und ein gefrorenes Herz. Dadurch wird meins ganz warm. Rechts sehe ich einen Stern. Ich kann es leider nicht einspielen. Durch das Update vom TeamSpeak ist mein Soundboard. Da ist auch wieder so ein komischer Krabbelschwein. Was? Krabbelschwein? Krabbelschwein. Ich würde aber vielleicht okay. Erst hier noch den Gegner machen, bevor wir den Krabbelschwein. Ist okay. An deren Namen erinnere ich mich auch.
Gärtner? Das war auf jeden Fall. Das war für irgendeine Quest. Ja, der. Violett, ja genau, für, um keinen Kopf zu trinken. Für die Quest, für die wir hier rein. Ach, deswegen sind wir hier. Ja. Ey, ich hab dir nicht zugehört. Hier die Sachen mit. Ich krabbel mal den Schrein an. Da kommt auch noch Zeug raus. My inventory ist voll. Wie überraschend. Schmeißen wir doch mal. Kannst du ja auch mal. Musst du nicht immer jeden Scheiß mitnehmen. Ich schmeiß auch mal ein paar graue Sachen raus. Toll, jetzt ist das Farbige weg. Was hatte ich denn da gerade? Aber dann könnten wir jetzt, ich schau gerade mal jetzt in die... Ich glaube, dann könnten wir jetzt wahrscheinlich in die Stadt zurück, oder? Weil da haben wir jetzt hier eigentlich alles. Ja. Achso, ja, nee, stimmt. Ich dachte gerade, wir könnten noch ein paar von den Dingern, aber wir haben ja auch alle Ketten. Ja, dann lass doch in die Stadt. War das auch in, Devil's Crossing das abgeben? Ich glaube ja. Schon, ne? Dann würde ich nämlich sagen, dass wir das machen. Und dann, aber ja, wo ist denn geht es auch bald mal in Richtung, zumindest würde ich vorschlagen, in Richtung Aufnahmepause. Ja, aber ich schaue gerade. Ich könnte natürlich das hier gerade noch. So, dann kann ich das nämlich anziehen. Das brauche ich nicht. So. Das hier kann ich jetzt anziehen. Das freut mich. Das brauche ich nicht. Ein Schild brauche ich auch nicht. Ich brauche die meisten Sachen hier im Moment nicht. Das kann ich anziehen. Und den Ring kann ich auch. Ich habe noch gar keinen Ring anscheinend. Cool, ich sehe gerade, ich habe auch mal wieder eine. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Zweihandwaffe bekommen. Oh, die ist noch besser als die, die du mir letztens gegeben hast. Dann ist das okay. So, das hier kommt alles weg. Iron will spin. Ja, und damit verkaufe ich auch erstmal wieder mein Schild, weil das macht keinen Sinn, ich werde das eh nicht tragen. Wenn ich so eine starke Zweihandwaffe habe. Oh, so, wo waren denn die Questgeber? Okay. Hätte ich sonst alle drei wieder ablaufen müssen. Well done. Erweitert die Größe deines Gepäcks. Was? Wo? Oh, wie? Haben wir als Belohnung automatisch bekommen. Drück mal C. Ach, was schön. Mhm. Da passt ja jetzt endlich mal was rein. Ich habe gerade übrigens gesehen, ich bin... Die haben noch eine Quest, die wir bei Captain John Bourne... Ich bin Pyromanin. Wie, du bist Pyromanin? Ach, steht da. Ach, Pyromantin, und was bin ich? Weiß ich nicht. Das steht bei dir, wenn ich mein Charakterfenster aufmache, steht da Shadowrunner Stufe 11 Pyromantin. Und wir haben ja noch... Stimmt, da ist eine Quest. Genau, zum Abgeben. Good, you're back. Das unten im Gefängnis. One of my scouts came back with news, making our next move clear. You've proven yourself quite follow the road north. Ah, Brovich, das ist, glaube ich, auch, wo wir schon hin wollten. Da gab es nämlich auch die andere Quest. Und hier vorne gibt es sonst auch später Kopfgelder. Allerdings kriegt man die erst, wenn man respektierten Ruf hat. Also das. Ja, sowas kann man ja nicht jedem anvertrauen. Ja. Momentan sind wir nur toleriert. Das ist immerhin besser als verfolgt. Immerhin schlagen sie uns nicht mehr so und sehen. Das ist doch schon mal etwas. Ja. Gut, dann würde ich allerdings vorschlagen, wir sehen eigentlich beide recht ansehnlich aus. Ja. Bis auf deinen Hut. Du siehst wieder so ein bisschen aus wie... Ja, es tut mir echt leid, aber Hüte sind halt auch mal kacke. Ja, du hast ein absolutes Hutgesicht, das wusste ich schon immer. Gut, dann würde ich aber vorschlagen, wir machen für heute erstmal eine kleine Aufnahmepause. Genau. Hoff, ihr habt ein bisschen Nachsicht damit, dass wir teilweise etwas sehr unbeholfen rumstolpern.
Aber vielleicht habt ihr trotzdem ein bisschen Spaß und schaut auch beim nächsten Mal wieder mit rein. Bis dann. Ciao.